Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 2 Remake Part 22. Ja, wir können schon so viel weiter sein, ne? Also ich kann es euch nicht verdenken, wenn ihr vielleicht in der letzten Folge in die Tischkante schon gebissen habt, denn mir ist erst bei der Bearbeitung des Videos aufgefallen, dass ich ja noch hätte die Enter-Taste drücken müssen im Spiel hier nach der Eingabe des Codes. Aber nein, habe ich nicht und demzufolge kann hier auch nichts passieren. Ja gut, das ist so ein Automatismus, na, der sich da eingeschlichen hat anscheinend, weil wenn man irgendwelche Codes sonst eingegeben hat, brauchte man kaum die Enter-Taste. Das war gerade mal so in der Waffenkammer der Fall. Jo, manchmal kann die Lösung so schlicht und ergreifend sein. Wobei der Code ist eigentlich relativ easy. Den kann man sich eigentlich auch so merken. Na gut. So, und jetzt kommt der magische Moment, in dem ich die Enter-Taste auslöse. Yes! Und das passiert Tatsache was. Ja. Und die Luke mit dem Code darauf geht auf. Haha. Ich habe ja nicht mehr wirklich viel Platz im Inventar. Aber ich denke mal, das ergibt sich dann schon noch. Ich will trotzdem ein bisschen Muni sparen, wenn es geht. Ja, hier ist jetzt gerade kein Vieh. Nichts viel runter hier. Oh ja, da kommen sie. Okay, geht's denn hier lang? Ist hier ein Mr. Reckon? Oh Mann. Ah, die Karte. Wie geil ist das denn? Und? Pulver. Ja, ich hab kaum noch Platz, Mann. Ich hab doch kaum noch Platz. Die Knarre. Welche Knarre habe ich denn jetzt überhaupt ausgewählt? Ja, die haben wir schon nachgeladen. Ich habe das ganze Inventar eigentlich nochmal sortiert. Ja, hier haben wir noch was. Kann man noch irgendwas staggen? Nö, sieht nicht so aus. Ja, wir müssen auch so viel Krempel mit uns immer rumschleppen. Kann man die nochmal nach? Die könnte ich nochmal ein bisschen nachladen, aber... Ja, dann rüste ich die auch gleich mal aus im Zuge dessen. Ne? Was soll's? Ah ne, da ging es nur raus. Gott. Oh, hier ist auch wieder so ein komischer Schaltkasten. Oh nein. An den Türen bleibt immer irgendwie hin. Das Spiel, ich weiß auch nicht, das ist auch nicht normal. Tja, mein Rechner ist halt nicht mehr der jüngste. Dabei habe ich das Spiel auf der SSD installiert. Aber ich glaube, die Speicherstände werden woanders. Also hier wird gereinigt. Da können wir noch nicht rein. Erst wenn es sauber ist. Ah, hier haben wir noch was Schönes. Die können wir zum Glück stecken. Oh, ein Glück, ey. Oh, das sieht mir hier nach... Also nicht nach Zombies aus. Leider. Aber hier sind welche. Oh, okay. Oh, was haben wir denn da? Ein DNA-Strang. Oder was soll das darstellen? Ich guck mir das mal an. Wichtige Trophäe. Wichtiges Objekt. Eine Trophäe in der Form einer DNA-Helix. Ja. Sieht man ja. Ach, da ist der Code drauf. Ah, ja gut. Ja, das stimmt. Das ist der von dem Apparat. Egal, habe ich ja auch aufgemalt. Die erste Hälfte. Nur die zweite Hälfte war halt abgerieben. Cool. Geil, dann haben wir das auch schon mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, werden die jeden Moment erwachen. Ne? Warum habe ich denn dieses Gefühl? Keine Ahnung. Aber erstmal nehme ich noch das Kraut mit, aber das kann ich nicht mitnehmen. Och man, jetzt habe ich so viel unnützes Zeug hierbei, weil das Pulver kann ich jetzt nicht nutzen. Passt mal auf. Das ist Nummer 4. Ich sehe das nicht im Dunkeln. Ich spiele nämlich im Dunkeln. Wegen der Atmosphäre und so. Oh, jetzt kommt hier der Zettel. Gott. Ne, es waren nur Zombies. Ich doch mal die Muni verschwenden, ja. Ah, ich sollte schon auf den Kopf ziehen. Yes! So, jetzt nehme ich mal die andere. Genau die. Die wird schnell. Na, lebt noch einer von euch? Wow, das ist hier echt so krass, die Waffe, ja? Aber ich glaube, den hatte ich nicht. Ich glaube, den habe ich scheinbar auch erschossen. Ich habe 4 Leute erschossen. Geht die durch? Krass.
Sie. Oh, jetzt können wir das mitnehmen, genau. Sehr gut, sehr gut. Das Ding bräuchte ich jetzt rein theoretisch nicht mehr. Ich könnte den Code auch abmalen. Na gut. Oh! Leise sein. Warum? Okay. Warum kann ich die jetzt... Achso. Ausrüsten. Komm. Ah, wo... Ey, wie schnell sind die? Ja, tot? Er scheint tot zu sein. Nein! Habe ich noch... Noch lebe ich. Was mache ich denn hier? Wow. Jetzt ist Ruhe. Aber da war doch noch einer. Ach du Scheiße, ey. Der klebt bestimmt irgendwo. Also ich war wirklich leise. Ich habe mich ja nicht schnell bewegt oder so. Keine Ahnung. Der eine sprang mich trotzdem an. Da, der ist bestimmt. Oh, die können ja hier überall auftauchen. Ist ja krass. Ey, das ist ja fies. Donnerkeil. Da ist er. Der schnuppert. Der nimmt den Dom auf. Ah, ich nehme jetzt doch mal die harte Gangart, oder? Oder erstmal nur die kleine. Ich könnte jetzt genau... Ah, was hat der... Eine lange Zunge. Na gut, ist ein Licker, aber das erwarte ich. Ich nehme erstmal das. Oh! Gott! Ich unterschätze immer wieder, was die für Schaden machen. Wow! Oh, ich hoffe mir, das ist tot. Wow, geil. Yes! Oh, da fight, ey. Oh, weia, ey. Irgendwann brauche ich... Irgendwann muss ich auf mein Reservoir an Sprays zurückgreifen. Ah, ja, das ist auch zu. Hier wird auch gereinigt. Gut. Oh, nein. So. Jetzt mache ich Folgendes, Leute. Bevor ich hier noch irgendeinen Schritt weitergehe. Die Musik. Oh Mann. Ah! Boah, es ruckt das schon wieder so. Ja, ich vermute mal, das liegt wirklich daran, dass die Speicherstände auf einer anderen Platte sind. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich muss mal sehen, vielleicht kann man da noch was ändern. Und das Steam. Weil dieses Rucken, das nervt. Bei der Demo war das nämlich gar nicht der Fall. Ah. Immer auch bei Türen, ne? Oh, wo ist denn der Typ? Wo ist der hin? Klebt er an der Decke? Nee. Okay. Wenn man ist er weg. Aber, nee, er ist nicht wirklich weg. Wusste ich's doch. Immer nachladen. Nee. Sich die Gelegenheit dazu bietet, ne? Ah ja, der lebt natürlich noch. Haben wir ein Messer noch dabei? Ich komme mit den ganzen Knarren hier nicht klar. Hm. Oh nee. Ah! Fuck, 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 fuck. Ja, wenn der jetzt auch aufsteht, hätte ich ein Problem. Zombies, Zombies ist das egal, glaube ich. Claire. Ich verdrück mich hier immer. Oh, jetzt hat sie keine Munition mehr. Oh, ich sage, hier sind drei Jungs arbeiten im Gange. Wollten wohl ihre Spuren verwischen. Aber es ist ihnen
Nicht geglückt. Welcher? Der auf der Treppe oder was? Nö. Da ist Ruhe. Gott, was ist das für ein Geräusch? Da ist ihr Schädel. Ah, die wird nochmal aufstehen. Die zombifizierten Frauen sind hier ein bisschen hartnäckiger. Wusste ich's doch. Boah. Krank. So, hatte ich nicht noch ja Pulver. Jetzt kann ich Pulver vertragen. Jetzt. Ja. Ey, just in dem Moment finde ich welches. Oh. Wo? Hier kann die Tür nicht mal zugehen. Das wäre hier richtig hilfreich. Was habe ich jetzt überhaupt als Waffe ausgewählt? Jetzt zeigt das Messer. Nice. Bei den Zombies brauche ich natürlich nur das Messer. Bei den Pflanzen nutzt denn das wahrscheinlich wenig. So, oder diese Pflanzenabkömmlinge, was auch immer das sind. Ja, also sehr absonderliche Wesen. Oh, was kann man denn hier machen? Ach, die müssen wir ausrichten, das ist hier Signal. Ach, das Ding brauche ich für den... Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. An die dafür vorgesehenen Stellen da, ne? Diese. Das muss ich damit... Notiz eines Unbekannten, was steht denn da? Alle sind verwandelt, Pflanzen geworden. Sie kommen zurück. Immer und immer wieder. Verbrennt sie alle, verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Doch. Ach so, dann sind sie endgültig weg, ja? Gott, ich dachte schon an ein Telefon. Ey, macht mich nicht wahnsinnig. Oh, ich habe eine Säure. Mit Brennen ist nicht so viel. Oh! Ist nicht wahr. Ja, wenn die sich bewegen, ist das immer schwer für mich zu treffen. Oh. Die Spiegelungen sind Hammer. Ich meine, ich finde es ja gut, dass sie nicht einfach so ein Kanonenfutter sind. Wie im Original. Jetzt hakt es schon wieder. Sie jagt es wirklich schlimm. Also ist mir bisher noch gar nicht ergangen. Passt auf, jetzt ist das ein Shortcut hier. Das wäre geil. Yes, jetzt sind wir wieder hier. Ey, wie geil ist das denn, Leute? Richtig cool. Oh, noch nicht. Wir holen dich bald runter, Junge. Keine Sorge. Das habe ich mir für die Folge fest vorgenommen. Man muss sich ja mal Ziele setzen im Leben. Oh Gott. Hier muss ich immer auf diese Knospen schießen. So war das richtig, ne? Eine ist noch. Ah, ich war getroffen. Also von... Ah! Nein! Wo kommt denn hier ein zweiter her auf einmal? Einfach mal so. Ey, kommt. Jetzt brauche ich... Ein Schnaps, nein. Ja, das auch. Aber, verbrennt sie. Nee, die waren ganz gut. Die MPs. Verdammte Scheiße. Ja. Du sprichst mir aus der Seele, Claire. Okay, ach so. Wo war denn noch so ein Automat hier? Irgendwo war doch da noch so ein Automat. Ich will erstmal die Pflanze abschaffen hier. Dann habe ich auch die Zugangsberechtigung. Und nein. Nein! Wow, nicht doch. Schöne Granate. Nein. Alles gut. Zwar die Granate jetzt verschwendet, aber... Wir haben überlebt. Das ist doch noch wichtiger, oder? Gut, jetzt können wir hier... Ach so. Stimmt, wo war, musste ich denn den eingeben, den Code eigentlich? Logisch. Auch in der Maschine, glaube ich, ne? Also, soweit meine Vermutung. Komm. Schnell. Das ist die Jungs hier. Genau. Logisch, muss ich auch hier eingeben. Nummer, Code Nummer... DOS. Ja, nee. Jetzt muss ich nochmal auf dieses... Teil gucken, das male ich jetzt nicht weiter ab. Wäre jetzt unnötig. Und dann kann man es vielleicht auch loswerden, ne?
wir das denn eingegeben haben. Ist das so richtig rum gewesen? Ist jetzt gar nicht. Kann man das Ding nicht zurücksetzen? Ach so, da muss wohl so sein. Dazu gucke ich jetzt da nochmal drauf. Ja, so war es richtig. Alles klar. Das Doppelte, dünner Strich, Quadrat, dicker Strich. So, okay. Dip, 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 dip. Doppelt. Doppelteil, genau. Dünner Strich. Große Quadrat war oben, ne? Glaube ich zumindest. Und dann dicker Strich. Und Enter. Yes! Na also, geht doch. Wunderbar, jetzt haben wir die Maschine erstmal freigeschaltet. Musst du erstmal was trinken. So, und jetzt können wir hoffentlich das Zeug zusammen mixen. Damit wir diese Pflanzen hier... Ja, ich hoffe mal, das gilt auch für alle, ne? Also nicht, dass man nur... Okay, das Teil müssen wir reintun, ne? Jo. Alles klar. Modus aktiviert. Das ist schön. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Ach so, wo der rote Strich ist, ja? Alles klar. Ach so. Hä? Wie geht denn das jetzt? Wie füllt man das jetzt ein? Ach, indem ich einfach nur Enter drücke, ja? Füllen, drehen können wir auch. Ach, drehen können wir auch mit der... Ah, okay. So dreht sich das. Mhm. Ja, wir müssen erstmal so viel zusammenkriegen. Das ist dieses, genau, dieses Stirb-Langsam-Rätsel, ne? Mit den Galonen. Das war so ähnlich. Stirb-Langsam 2. In dem Film kam das vor. Da mussten sie ja auch von diesem irren Verrückten da irgendwelche Rätsel lösen. Und ja, das war unter anderem ein Galonen-Rätsel dabei. Da mussten sie auch die richtige Menge abmischen und so. Ne? Ja, das erinnert mich gerade da an diesen Film. Quatsch. Ach, hier kann ich nur drehen. An den beiden. Hier fülle ich nach. Ne? Oh, machen wir es mal. Gut. Und jetzt füllen wir. Jetzt täuschen wir das aus. Nee, Quatsch. Moment. Ah, okay, ja. Und den Rest füllen wir jetzt hier rein. Mal austauschen. Geht das jetzt? Ach so, ja. Nur an der Stelle können wir auch abfüllen. Alles klar. Oder auch nicht. Nee, jetzt müssen wir diese kleine Menge zusammenkriegen, ne? Dann wechseln wir hier mal. Genau. So, die muss ich jetzt erstmal auch auffüllen, ja. Kann man auch irgendwie das Wasser ablassen? Wasser sage ich schon. Ich glaube nicht, wa? Was ist denn? In Gänze auf. Ich will es in Gänze erstmal auffüllen. So, dass wir dann diese kleine Menge zusammenkriegen. Ne? Ja gut, dann muss ich das erstmal füllen, genau. Aha, jetzt haben wir die kleine Menge. Gott. Ach so, wir müssen es aber immer in diesen Behälter reinfüllen. Ah, ich verstehe. Gut, dann tauschen wir erstmal. So, ne, das ist erstmal richtig. Ne, dann müssen wir hier nochmal tauschen. Bloß nicht jetzt. Ja, und jetzt abfüllen. Alles abfüllen? Jo, müssen wir, glaube ich. Genau. Nein, eigentlich nicht. Scheiße, Fehler. Was machen? Nee. Da sind wir nämlich über das normale Maß hinweg. Ja. Hier nochmal tauschen. Jetzt die Gesamtmasse da rein. Nee, ach so. Ach so, kann man es auch machen. Okay. Gut, dann machen wir das so. Ja. Wissen wir ja. Zack, rein mit dir. Und jetzt nochmal tauschen.
Hier auch nochmal tauschen. Hier nochmal tauschen. Und das. Ach so, nee, Quatsch. Hier nochmal tauschen. Jetzt das da rein. Okay, jetzt. Hier nochmal tauschen. Und. Dann dürfte es das gewesen sein. Ach so, hä? Warum geht man. Ach, Scheiße! Oh nein, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ach so. Da passt einfach nichts mehr rein, ne? Na gut, ist egal. Dann machen wir das halt so rum. Ist ja nun egal, wie rum man das denn auffällt. Nee, ja. War richtig. Nu? Jetzt wird's abgefüllt, okay. Stirb langsam lässt grüßen, würde ich mal sagen. Verteilerkartusche! Ja. Na, jetzt bist du dran. Ah, der speichert jetzt mal automatisch. Schnell, 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 schnell. Ich hoffe mal, die anderen vier sind dann auch dort, ey. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber ich schätze mal, der Wunsch wird mir nicht erfüllt werden. Plopp. Zack. Wie ist? Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Fuck, jetzt wie denn? Ich muss, ach, scheiße. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich die Lösung jetzt noch? Ja, die muss ich jetzt noch abkühlen, oder wie? Ach so. Ah, ist ja ärgerlich. Wie mache ich denn das? Moment, wo stand denn das jetzt mit dem? Ah. Unkrautvernichter, leere Kartusche. Habe ich eine Menge einfüllen, umgehend kühlen. Wo kann ich denn das kühlen? Leute, scheiße. Das weiß ich nicht.